Die Frage ist, was können Schweden und Finnland denn der Türkei bieten, um die Türkei zu überzeugen? Wir fragen nach bei Jens Reubert aus Stockholm zugeschaltet. Man will offenbar eine Delegation in Richtung Türkei schicken. Mit was im Koffer sozusagen? Es muss gesprochen werden, anders wird es nicht gelingen, in die NATO hineinzukommen. Also eine große diplomatische Herausforderung jetzt für die Schweden, genauso wie für die Finnen. Beide Länder wollen jetzt Diplomaten in die Türkei schicken. Es gibt klare Forderungen von Recep Tayyip Erdogan, vom türkischen Staatspräsidenten. Er kritisiert die Asylpolitik der beiden nordischen bzw. skandinavischen Länder der vergangenen Jahre. Es geht um Oppositionelle aus der Türkei, die hier unter anderem auch in Schweden Unterschlupf gefunden haben. Und da hat die Türkei immer wieder in den vergangenen Monaten und Jahren Auslieferungen gefordert. Dem ist man nicht nachgekommen. Die Frage ist, kann und will Schweden das jetzt? Will man jetzt wirklich Oppositionelle in dieser Drucksituation ausweisen? Eine andere Forderung, Waffenlieferungen. Auch da gab es immer wieder Diskussionen zwischen Schweden und der Türkei. Die Türkei wollte Waffen. Die Schweden haben gesagt, nein, wir liefern sie euch nicht mehr nach einem türkischen Einsatz in Syrien. Jetzt kommen da an dieser Stelle die Vereinigten Staaten von Amerika ins Spiel. Die könnten vermitteln. Das ist die Hoffnung hier in Stockholm, dass man vielleicht so einen Durchbruch erreichen kann. Momentan gibt es aber keine Anzeichen dafür, dass die Türkei sich erweichen lässt, dass Ankara Ja sagt zu einem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Der türkische Präsident weiß ganz genau, wie wichtig es ist, dass er zustimmt. Nur mit der Zustimmung aller 30 NATO-Staaten können Stockholm und Helsinki weiter davon träumen bzw. es weiter anstreben, in die NATO hineinzukommen. Jens, danke schön für diese Schilderung. Clemens, wer könnte es schaffen, Erdogan zum Einlenken zu bringen? Ich glaube, dass man Verhandlungen, irgendeine Lösung finden kann. Ich bin jetzt nicht besorgt darüber, dass die Türken am Ende den Beitritt Finnlands und Schwedens verhindern werden. Die werden irgendwas raushandeln wollen. Die Frage ist, ob die Türken was fordern, was wir als freiheitliche Gesellschaften nicht geben können. Es gibt große Meinungsunterschiede zwischen europäischen Staaten und der Türkei über die PKK, die in vielen europäischen Ländern Zuflucht gefunden hat. Es gibt sehr viele Meinungsunterschiede, was die Gülenbewegung anbelangt, die auch in Deutschland stark ist und wo Erdogan immer wieder versucht, diese oppositionelle Gruppe ausliefern zu lassen. Dem können wir natürlich nicht zustimmen als freiheitliche Gesellschaften, weil die Klassifizierung als Terroristen gänzlich lachhaft ist, die Türkei vornimmt. Die Türkei ist ein autoritäres System geworden, das sich auch immer weiter entfernt hat, sowohl von NATO-Werten als auch von der NATO an sich, unter anderem mit dem Kauf eines modernen russischen Luftabwehrsystems. Deswegen ist das, was wir jetzt sehen, ein weiterer Beleg dafür, wie weit die Türkei sich von der NATO entfernt. Letztlich glaube ich aber, dass man Erdogan mit irgendwelchen Verhandlungsangeboten dazu bringen kann, dem Beitritt zuzustimmen. Du sagst entfernt von der NATO. Auf der anderen Seite sehen wir aber durchaus in dem Konflikt Ukraine-Russland durch die Bayraktar-Drohnen doch auch eine Unterstützung der NATO-Position im Kampf gegen Russland. Das ist richtig. Die Türkei hat eine positive Rolle gespielt in diesem Konflikt, weil die Türkei selbst Interessen hat. Es gibt eine muslimische Minderheit auf der Krim zum Beispiel, die unterdrückt wird von Russland, was ein wichtiges Anliegen ist für die Erdogan-Regierung. Deswegen haben sie dort eher im westlichen Sinne gehandelt, was diesen Konflikt anbelangt. Aber alles in allem haben wir in den vergangenen Jahren doch erlebt, dass die Türkei sich zunehmend von der NATO entfernt. Wenn wir jetzt noch mal auf das Beitrittsersuchen von Finnland und Schweden schauen, das Wort historisch ist in dem Zusammenhang jetzt seit einigen Tagen doch schon sehr, sehr strapaziert worden. Wir haben erste Reaktionen auch aus Russland gesehen. Was glaubst du, wird da noch kommen? Oder wird es bei dem bleiben, was da jetzt verbalisiert wurde? Ja, ich glaube, wir sollten uns nichts vormachen. Russland ist gänzlich erschöpft, was seine militärischen Ressourcen anbelangt. Sie haben nicht mal genug Soldaten im Moment, um den Krieg in der Ukraine noch zu drehen und zu ihren Gunsten zu wenden. Die Vorstellung, dass Russland jetzt irgendwelche Abenteuer planen könnte gegen Schweden und gegen Finnland, die sozusagen eine militärische Aggression tatsächlich darstellen. Ich glaube, das ist eine absurde Vorstellung, weil sie die Mittel dazu nicht haben. Was sie versuchen werden, wird immer wieder mal Unrat zu sehen. Das, was sie in den vergangenen Jahren auch gemacht haben, dass sie mit ihren Kampfflugzeugen zum Beispiel schwedischen Luftraum verletzen oder mit U-Booten in schwedische Gewässer vordringen. Das ist mehrfach passiert in den vergangenen Jahren. Solche Art von Provokationen werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen häufiger sehen. Eine Fülle an Informationen hier am Tisch. Dankeschön dafür. Dir einen guten Tag noch. Euch auch. Danke.